Ja, und zwar geht es um Gaming. Dieses Video enthält Spoiler zu Gaming. Wenn ihr nicht mit dem Inhalt vertraut seid, dann wäre jetzt das Beste umzuschalten. Ja, dann starten wir mal Gaming. Heute geht es nämlich um verschiedene friedliche Spiele bis hin zu Ballerspielen von 6 bis 18 Jahren. Es gibt also keine feste Alltagsgrenzung. Jo. Stellen wir mal wie einen Fernseher auf. Aber erstmal mit dem friedlichsten Spiel. Und das heißt Godzilla. Ja. Welches könnte man da nehmen? So, das Ding ist angeschaltet, Bluetooth. Kann sie auch losgehen. Nimm mal ihr Mark Zock. Let's play Godzilla the Game. Ja. Servus und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Godzilla the Game. Ich bin Marv und wir kämpfen jetzt hier gegen Takasu. Ja, Level 21, da waren wir auch noch nicht. Schauen wir mal, was das wird. Aber du musst leider gehen. Jetzt haben wir Lady Takasu. Ja, wenn du nicht mit dem Druck klarkommst, haben sie den falschen Job. Gefahrenstufe ist relativ schnell, relativ hoch. Verstehe ich aber auch. Level 8. Geigen dies! Hier waren wir auch schon mal. Boom. Das Spiel habe ich auch. Ach, die ganzen Generatoren werden abgeschaltet. Auf der PlayStation 3. Halten Sie ihn auf, bis die Abschaltung durchgeführt ist. Ach, Scheiße. Oh nein, Super Mecha Godzilla auch noch. Da haben wir gleich zwei Drucksachen auf einmal. Ja? 30 Sekunden, bis Godzilla kommt. Also heute schaffe ich gar nicht die ultimative Schadensgeschichte hier. Super Mecha Godzilla! Gojira! Roboto! Alter, was hat er denn da noch für einen Freund dabei? Seine neue, ja? Super Ex. Nee! Alles klar. Mit Geschützen! Der wird mich ja voll umbürsten hier. Und eine 90-Meter-Gattung gleich auch noch. Ja, das liegt daran, dass ich mich voll drauf konzentriert habe. Ich auch. Boah. Aber es ist immer nicht so einfach, wie es scheint, das Spiel. What the? Sie sagen, es ist leicht, ist aber nicht leicht. Du musst erstmal verschiedene Monster freischalten, also Kaltschuss. Das ist das Problem. Macht der Karate? Boom. Super Mecha Godzilla, du kannst nichts gegen Geigern ausrichten! Geigern! Geigern bis! Komm her! Naja, ich sollte ja aufhören, Japanisch zu reden. Da war ja was. Ich wollte gerade sagen, wehrt der sich auch mal? Alter. Oh. Krass. Aber dann schalten wir... Scheiße. Das haben sie jetzt nicht gehört. Dann schalten wir zum nächsten Gaming. Das mag ich nicht, wenn es hier umfliegt. Naja. Das dauert zu lang. Das ist das beste Spiel. Natürlich GTA 5. GTA 5.
Ihr verarscht meine Hauptfigur. Das ist ja total super. Machen wir das hier. So. Hey Leute, CrimeX hier und heute darf ich schon wieder zu einem weiteren GTA 5 Mod Livestream auf meinem Kanal begrüßen. Was geht ab, Leute? So, ich hoffe, der Alles. Livestream läuft bei euch schon. Ich gucke noch ganz kurz und ich habe mal wieder mega Bock zu Livestreamen. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 Tage lang oder vier oder 5 Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht gelivestreamt, weil ich eben zu Hause bei meiner Familie war. Ihr wisst es ja, habe ich euch ja erzählt bei meinem letzten Livestream. Zwischendrin kam noch kurz ein Video, aber jetzt eben 5 Tage lang nicht gestreamt. Und ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder mega Bock. Ja, perfekt, der Livestream läuft. So muss das sein, Leute. Ich hoffe, bei euch auch so. Und jetzt kann es eben auch schon losgehen. Also, ich habe es ja schon echt vermisst. Also, heute müsst ihr mal wieder komplett ausrasten, Leute. Ich weiß schon, ich habe schon echt komplett vergessen, wie wir immer ausrasten. Ist ein bisschen schade. Deswegen, heute muss mal wieder richtig abgehen. Und zwar, heute gibt es mal wieder eine Wir klauen Luxusautos Mod-Episode. Haben wir, glaube ich, schon 2, 3 Mal gemacht. Kam immer mega gut an. Und deswegen dachte ich mir, es wird heute mal wieder Zeit, ein paar Luxusautos zu klauen. Wir sind heute mal wieder mit Franklin unterwegs. Also quasi auch so ein bisschen Fuck-Life-Mod-mäßig. Weil ihr wisst ja, wir haben hier unseren dicken Benzer und unsere freshen Yeezy-Klamotten haben wir auch schon an. Und wir sind heute mit unserem kleinen Bruder unterwegs. Ja, wir haben einen kleinen Bruder und das ist er. Er heißt Johnny, aber also John. Aber wir nennen ihn immer Johnny Boy, weil ist halt unser kleiner Bruder. Wir dürfen das. Johnny Boy, alles klar bei You dir? were moved. Bruder, alles gut? Ey, wer moved mich denn jetzt hier? Mann. So. Egal, auf jeden Fall, wir wollen heute Luxusautos klauen, denn heute gibt es auch wieder richtig kranke Autos. Wir müssen uns darauf mal vorbereiten, auf jeden Fall, weil, warte ganz kurz, ihr könnt schon sehen, wir haben eigentlich noch gar keine Waffen und das ist auf jeden Fall ein Problem. Denn heute, Leute, ich will jetzt wirklich nicht pushen, aber heute wird es schwieriger denn je. Ich meine, Für mich ihr kennt nicht. das ja schon von den anderen Episoden, in denen wir Luxusautos geklaut haben. Jedes Mal mussten wir irgendwie bei reichen Leuten einbrechen, wir mussten Türsteher umbringen und so weiter und so fort. Wir haben wirklich schon jede Scheiße gemacht, um die reichen Autos zu holen. Jedoch heute ist es schwieriger denn je, sage ich euch jetzt schon, denn die Sache ist einfach die, wir werden heute nicht einfach nur bei ganz normalen reichen Leuten Autos klauen, sondern wir haben eine verfeindete Gang, und zwar eine Drogendealer-Bande am Hafen, und der Drogendealer hat halt auch mega viel Geld, ne, ihr wisst ja, wegen Drogen, und der hat halt auch richtig geile Autos. Der hat einen AMG GTR, der hat einen Lamborghini, der hat einen Ferrari, der hat G-Klasse, also der hat wirklich extrem viele geile Autos, die wir klauen wollen und verchecken wollen. Ja, dann gehen wir zum nächsten über. Zum nächsten Gaming. Was er bestimmt auch kennt. Kennen wir diese Bearbeitungs-App? Das ist auch Gaming. Das ist nette Spielerei. Ja. Nette Spielerei ist das. Das müsste ihr alle kennen, wo man nämlich Fotos und Videos zu einem Film importieren kann. Ja. Das ist ja total CR. Das ist doch genau richtig. So, da zeige ich schon mal zwei Gaming-Dinger. Also das sollte man wissen, wenn man dieses Spiel hat, wo man nämlich Fotos und Videos zu einem Film importieren kann, sollte man das eben wissen, ne? Elections. Genau dasselbe Spiel, was ich auch habe. Nehmen wir das hier. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Genau dieselbe Kamera, die ich auch habe. When you turn Da to the komme ich noch left, dazu. it's zoom in. When you turn to the right, it's zoom out. And you can tilt it Was hat der denn up für and eine down Auflösung? Total unscharf. for the Nicht perfect schön. position, so you can play some games on the right position. It's got a 4-microphone system to it. And it plugs right into your PlayStation 3. You can get this app for the PlayStation Eye
It's called iCrate. You can get it from the PlayStation Store for Laber free. Nicht so viel. Just type in Laber the dann search bar. Aber das sind halt berühmte Leute. And it'll bring ich it up. Kann. And it's for free. Free download. Ja, Sony. Kommt auch bei meinen vor. And it just shows you, saves the data when the thing is doing that. Okay. So you got yourself. Let's see what we got here. Natürlich auf Englisch. Meine Version ist Deutsch. Let's see. You can take a picture. Capture, take a picture. And it'll flash. And you can preview it. There it is. You can make a video. What's up, guys? And you can play back. What's up, guys? And you can have, you can make an audio. What's up, guys? How you doing? Playback. Mikrofon habe ich leider noch nicht. What's up, guys? How you doing? Aber werde ich mir irgendwann holen, dass das And auch die Stimme überträgt hier. Then nur eine Kamera, das bringt nämlich auch nicht weiter bei diesem Spiel. Go to edit. Jump to edit. And you can custom. Ja, dann kommen wir aber auch zum letzten Gaming. Ach, nochmal ein Dankeschön an die an meinen Lieblings-YouTuber. An meinen Lieblings-YouTuber, weil das letzte Video, nämlich das Bass-Soundcheck. Mit der Bass-Soundcheck mit DVD-Box hat nämlich nochmal ein Dankeschön, hat nämlich 7 Aufrufe bekommen. Da bedanke ich mich nochmal an den Speaker Schocker Live und an die U-Bahn-Straßenbahn-Fan 111. Dieses Video hat 7 Aufrufe. Das finde ich geil. Kann man nicht mehr. So, nur zum letzten. Nehmen wir mal extrem langes. Alright, this is Ryan Tolson. I just came back inside. Ja. And it was raining outside anyway. I have now decided to make a video about how I actually transport my videos. So basically what I do is I'm shooting this with a Canon camera right now, but I usually shoot all my videos with the PSI. Now the PSI is a pretty good camera. You can see the blue light there. Actually looks kind of cool in my camera right now. Let's close in on that one. Anyway, I use that. And I use this USB, standard USB cable actually. You don't have to go and buy it as an extra thing, that would just be stupid. Because you get it when you buy the PS3. Yeah, that's right. You get it when you buy the PS3. You get this cable when you buy it. It's got a little USB and a big USB, okay? So I also got my PSP, which I'm only using as a storage device. Now you can use a memory stick or a camera, like my Canon camera actually. You can actually transfer the videos to my camera that I'm using right now. But I'm using the PSP right now, and I'm going to show you how to do all this. So, first of all, I'm just going to show you here a bit about the iCreate program. So you go to capture and you go down here, you press the X button, which is for record, and you can actually see my camera right now there. So what you want to do is you make a video, and you can make any video you want. Then you actually Ja, das war's aber auch schon. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Mal raus. Euer KingGitra96 Gaming. Ja. Meine Schaltplatte hat sich aufgehängt. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Euer KingGitra96 Gaming.
Ja, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Sie sind alle geil und sehr cool. Ja, das war King Ghidra 96 Gaming und ich sage Tschüss.